Meister für den Magen, dann kannst du Fettes gut vertragen. Rudi, die kleinen Fläschchen sind der Hit. Ich nehme die zu jedem Ausflug vorsichtshalber mit. Ralf wird eine Hirschkur immer dreister, beruhig sie mit Jägermeister. Sekretärin mal nicht tippen, dann darf sie an meinem Jägermeister nicht tippen. Ralf spielt der Organist mal falsche Noten, wird Jägermeister ihm verboten.
der Pfarrgemeinderat sich sträuben, musst du ihn mit Jägermeister betäuben. Rudi, will der Messner Kerzen in Weihwasser tunken? Hat er zu viel Jägermeister getrunken. Ralf, trinkst du Jägermeister vor der Messe, kannst die Predigt glatt vergessen. Rudi, die Zensi könnt jetzt Jägermeister bringen, dann würden wir beide viel lustiger klingen. Ralf, auch mein Hals ist ganz schön trocken. Wenn es nichts gibt, mach ich mich auf die Socken. Tanzen. Okay.
Es wird Mitternacht, die Uhr schlägt. Dong, 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 dong. Oh, es ist Mitternacht. Ich muss gehen. Okay. Sie lief weg. Sie lief einfach weg. Ach, ich habe den gläsernen Schuh verloren. Aber ich muss zu Hause sein, bevor der Zauberspruch gebrochen ist. Oh, schau mal, sie hat den gläsernen Schuh verloren. Ich muss sie finden. Ich möchte sie heiraten. Ich bin so schön. Am nächsten Tag. Ich bin so traurig. Ich bin die gute Fee. Oh, Entschuldigung. Der Prinz unserer Träume kam zu dem Haus und er war so schön. Ich bin so schön. Du bist so schön. Ich weiß. Und du bist so hässlich. Ich weiß. Ich habe den gläsernen Schuh dabei. Ist nicht dann melden. Ja gut, habe ich mir gedacht.
Da rufst halt jetzt mal an, das kann ja gar nicht schaden. Es hat sich eine Frau, eine kleine Frau gemeldet. Angeblich die Frau Telekom. Und die hat geschwätzt wie ein Buch. Ich bin ja gar nicht zu Wort gekommen. Und das kommt bei mir eher selten vor. Und dann hab ich gesagt, hey, Sie, Frau Telekom, jetzt höre Sie mir mal zu. Keine Antwort. Stattdessen hat es plötzlich so ein Zwitser in der Leitung gemacht und dann ist Musik gekommen. Da dürft ihr mitsingen. Ruft aus dem Wald, lasse uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling, wird es nun bald. Gell, das fällt euch alles gut. Ja, ja. War, ist eine andere Stimme zu hören gewesen. Nämlich der Mann von der Frau, der Herr Telekom. Sie, der war kein bisschen besser. Der hat geschwätzt wie eine Maschine quer. Ein Litanei hat er runtergeleiert. Drücken Sie die 2. Drücken Sie die 3. Da habe ich mir mein Telefon so arg geguckt. Bei mir gibt's nichts zum Drücken. Bei mir, da kann man bloß drehen. Und wo der dann gesagt hat, am Ende drücken Sie die 7, da ist mir aber die Hutschnur gerissen. Dann hab ich in das Telefon eingeschrien. Bei mir knistert's und kracht's, sagt der doch. Dann versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Im größten Zorn, hab ich gesagt. Sie, Herr Telekom, Sie können mir mal im Wald begegnen. Und dann drücke ich Sie einmal, zweimal und wenn es sein muss, 7-mal. Und dann habe ich aufgelegt. Mir ist danach bedeutend wohler gewesen. Sie, und dann ist Weihnachten gekommen. Und was soll ich Ihnen sagen? Plötzlich, mitten in der Bescherung, hat's im Christbaum gepfiffen. Im ersten Moment hab ich ja gedacht, jetzt krieg ich einen Kanarienvogel geschenkt. Aber das kann ja gar nicht sein. Wir haben ja gar keinen Käfig. Ich hab ja gar nicht gleich gewusst, wo der Pfiff herkommt. Und dann in einem Päckchen, warte so mal, da war so ein neues Dingsbums von meinen Enkeln drin. Oma, das ist dein neues Telefon. Da kracht nichts mehr. So mit dem neumodischen Kram. Da kennst du dich doch vorne und hinten nicht aus. Wo ich meiner Freundin von dem Geschenk erzählt habe, dann hat sie gemeint, am besten wär's, wenn ich mal nach Rastatt fahren würde und mir im Laden das Telefon erklären lassen wird. Und drum bin ich halt mit dem Zug hergefahren mit meinem neumodischen Apparätel. Übrigens, das heißt jetzt nicht mehr Telefon. Auf der Schachtel steht Smartphone. Ja. Bis ich den Laden bloß gefunden habe. Ich bin die Kaiserstraße nuff und runtergelaufen. Und dann bin ich rein.
der Herr Telekom war selber im Laden. Und dann hab ich mal losgelegt. Also ich hab gedacht, diesmal schwätz ich. Sie, Herr Telekom, hab ich gesagt, ich will das Smartphone reklamieren. Das ist nämlich fehlerhaft. Er hat es dann so von allen Seiten so angeguckt und dann hat er gesagt, gnädige Frau, zu mir, ich bin gleich gewachsen, gnädige Frau, das ist ganz in Ordnung. Wie soll ich denn mit dem Ding telefonieren, habe ich ihn gefragt. Das hat ja kein Wählscheib. Und der Hörer und das Kabel fehlen ja an. Dann hat er mit seinem Finger immer so gemacht und auf der Scheibe hin und her geschmiert und hat zu mir gesagt, das sei ein Dutcher Green. Das heißt tatsächlich so, weil man immer so nah datschen muss. Sie, Herr Telekom, habe ich gesagt, tun Sie doch nicht immer so auf dem Glasscheibe da mit dem Finger rumschmieren. Das gibt doch so Tapser, so Fingerspuren. Sagt er doch, mit dem Smartphone kann man sogar ins Internet gehen. Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Also, ich bin ja schon weit rumgekommen. Einmal war ich schon in Karlsruhe. Zweimal in Baden-Baden. Und des Öfteren im Blitterstorm. Einmal in Ferien im Südschwarzwald. Aber da habe ich nie ganz einen Wegweiser nach Internet gesehen. Im Internet kann man die tollste Sache machen, meinte der Herr Telekom. Da kann man sogar rausfinden, was ein Pfund Reis in China kostet. Das ist mir doch egal. Ich kaufe mein Reis bei Edeka. Und ehrlich gesagt, ich mag den Reis gar nicht so. Der geht immer so unter mein Gebiss. Nudeln sind viel besser zu essen. Ja. Und dann hat er gesagt, mit so einem Smartphone kann man einen ganzen Haufen Apps reinladen. Ja, ich glaube, der hat einen Vogel. Ich werde da Apps einladen und müsste dann noch einen Kuchen backen, wo ich noch sowieso einen Kreis habe. Oh. Das kann ich alles nicht glauben, was mir der Herr Telekom erzählt hat. Weil das nicht sein kann, dass das alles in den kleinen Kästen drinsteckt. Dabei sieht es noch nicht einmal aus wie ein Telefon. Eher so platt wie, na, wie ein Tafelschokolade halt. Eigentlich wollte ich mit dem Smartphone bloß telefoniere ohne Knistern und Krachen. Ich soll nämlich halt noch dringend unseren Bürgermeister anrufen. Dann hatte Herr Telekom gesagt, falls der Bürgermeister auch so ein Smartphone hätte wie ich, dann könnte ich denn zu jeder Zeit und an jedem Ort anrufen. Hat es glaubst du selber nicht? Wie soll denn das kleine Apparat wissen, wo der Bürgermeister gerade steckt? Das weiß doch manchmal nur nicht einmal seine Frau. Aber dann
hat mir das der Herr Telefon, Telekom beweisen wollen, dass das mit dem Telefonieren funktioniert. Aber mein Lieber, das war dann doch der Gipfel. Will es eigentlich gar nicht erzählen. Sagt er doch zu mir, Sie müssen Ihren Code eingeben. Sie, Herr Smartphone, Sie glauben doch nicht, dass ich das neue Gerät mit aufs Klo nehme. Noch falls mir noch nein. Soll ich Ihnen was sagen? Ich bin wieder heimgefahren und hab das Smartphone zu meinem Hörgerät ins Nachttisch gelegt. Da liegt das gut. Ich nehme jetzt wieder mein altes Telefon und nischte mich glücklich und zufrieden durch mein ganzes restliches Leben. Hello! Ja, es ist nicht immer leicht mit den technischen Neuerungen. Wenn Sie heute ein Smartphone kaufen, haben Sie morgen ein altes Modell. Wie Sie alles gelernt haben, ist schon wieder überholt. Aber trotzdem rate ich Ihnen, bleiben Sie dran an der Technik, sonst verliert man ganz schnell den Anschluss. Ich weiß, dass früher das Telefonieren einfacher war. Bei meinen Eltern stand im Flur für die ganze Familie ein Telefon. Grün. Später war es dunkelrot. Das hat so gut zu der Eiche brutal Einrichtung gepasst. Und als auch die Farben nicht mehr sehen konnte, da hat das Telefon so ein Brokatpunsch. Der größte Luxus war, als sie 20 Meter Kabel dazu mietet haben. Jetzt konnte man dem Telefon zum ersten Mal so ein bisschen Wohnung zeigen. Heute haben sie alle das kleine Ding und jeder sucht's. Mein Mann sagt, als könnte man mal mein Telefon anrufen, dass ich's finde. Gegangen in der Straße und da hat es in einem Haus auch gerade so gefunkt. Aber so alt, dass er gedacht hat, das kann er nicht lassen. Da muss er eingreifen, er hat geklingelt. Dann hat der Mann die Tür aufgemacht, dann hat er gesagt, ich wollte mal fragen, wer hier der Herr im Haus ist. Dann hat der Mann gesagt, kommen Sie gerade mal kurz rein, wir sind gerade dabei, das festzulegen. Menschen zu Ihnen, die können perfekt mit dem Handy umgehen. Aber die können nicht nur perfekt mit dem Handy umgehen, sondern die können perfekt tanzen. Ich mache die Bühne frei für unsere Jugend. It's cause automatic. It's systematic. It's hydromatic. Watch greased lightning! Greased lightning!
hier tanzen zu sehen. Und wir Frauen von 12er Posse, wir sind natürlich auch stolz darauf, dass Sie auch jetzt im hohen Alter noch. Die Musik aus dem Musical Grease hat herausgefunden und nachher den Tanz mit den jungen Leuten einstudiert, Christine Triloff und Elisabeth Beck. Ich darf Ihnen die Truppe einmal vorstellen und fange mit dem Mädchen an, die dieses Jahr zum ersten Mal mittanzt. Von 12 Aposteln, nämlich Annika Jörger. Zum ersten Mal tanzt auch mit Daniel Friböse, obwohl sein Zwillingsbruder Manuel schon lange mittanzt. Hier St. Alexander. Heilig Kreuz wird vertreten durch Isabel Knapp. Und die anderen 12 Apostler sind Steffen Mali, Fabienne Groß, Christina Zacharias, ja. Und das treue Dreigestirn der Familie Triloff, Dominik, Noemi und Elia.